Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick zurück auf die erste Septemberwoche und die Bücher, die ich in dieser Woche gelesen habe, plus die zwei Filme, die ich angesehen habe, und es wird auch eine kleine Ankündigung geben für ein Hangout, das dann am Dienstag ist. Ja, die Bücherwoche war sehr durchwachsen mit insgesamt 5 Büchern, wovon ich allerdings 2 Bücher abgebrochen habe. Und ich glaube, mit denen fangen wir tatsächlich dann auch an. Es ist eine sehr kühle Woche gewesen. Also ich sitze hier auch wieder im Langarm und hatte wirklich extreme Kreislaufprobleme in dieser Woche. Habe wirklich allerhand versucht, um den Kreislauf in Schwung zu bekommen, mich nicht so runterziehen zu lassen, wie es halt oftmals in diesem Wechsel der Jahreszeiten ist. Es wird dann auch nochmal ein Schluck extremer werden, wenn es dann wirklich in den Winter geht und in die Minusgrade. Aber es ist schon morgens, wenn es irgendwie um 5:45 dunkel ist, es ist schon schwieriger, so in Schwung zu kommen. Ich sitze jetzt auch hier um, ich glaube, 3:30, ja, und brauche tatsächlich schon die Softbox, weil ich mir dachte, sonst ist das einfach viel zu dunkel. Also es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig für mein Seelchen, sage ich mal, dass es jetzt wieder so viel dunkel ist und auch sehr kalt so gefühlt. Ja, ich meine, 9 Grad ist noch nicht sehr kalt, aber mein Körper braucht da einfach unglaublich lange, um da wieder klar zu kommen. Und halt diese Dunkelheit, das ist wirklich was, wo ich jetzt denke, okay, ich muss da mit Tageslichtlampen und Ähnlichem jetzt demnächst dagegen wirken und so ein bisschen was für meine positive Stimmung tun, weil wir wollen ja da nicht irgendwie in was Dunkles abdriften. Wobei jetzt der schwarze Pulli gerade etwas anderes sagt, aber naja, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, kommen wir zu den 5 Büchern. Das erste Buch, was ich gestartet habe und noch abgebrochen habe diese Woche, ist 9 Fremde von Lian Moriarty. Ein Hörbuch, auf das ich mich sehr gefreut hatte, weil ich auch einfach mal endlich ein Buch der Autorin lesen wollte, weil ich ja die Serie Big Little Lies unglaublich gut finde und da einfach gespannt war. Dann das zweite Buch, was ich abgebrochen habe diese Woche, ist tatsächlich von Ella Zeiss. Das Buch hat viele Seiten. Ella Zeiss alias Elvira Zeisler alias Ellen Cox, glaube ich, ja. Tut mir unglaublich leid und auch sehr weh, dass ich das abgebrochen habe, aber dazu später ein bisschen mehr. Dann ein überraschendes Highlight ist Effie liest von Anna Moretti, ein Buch, von dem ich ein bisschen natürlich schon Erwartungen hatte, gerade weil natürlich das Cover toll klingt, es historisch in der Zeit spielt, wo man eben sagt, okay, da kann man ganz viel draus machen. Und dann hat es mich aber wirklich total geflasht, begeistert und umgehauen, und das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Dann ein Reread der Woche in Hörbuchform, und zwar Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Ich hatte ja in dem Video über Filme und Kinofilme, auf die ich mich jetzt freue, schon darüber gesprochen, dass die Buchverfilmung jetzt im September in die Kinos kommt. Und ich ja noch im Überlegen war, lese ich es, höre ich es oder gehe ich einfach so in den Film. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Hörbuch zu hören, was von zwei Sprechern gesprochen wurde. Und hat mir wieder gut gefallen. Aber mit ein, zwei Dingen, die ich glaube ich, zum Lesen von vor einigen Jahren doch ein bisschen anders sehe. Und dann mit Effie Lies das Highlight der Woche, ganz klar, Goldene Zeiten im Gepäck von der lieben Adriana Popescu. Ein Buch, das sehr, sehr tief geht und gegangen ist und noch immer ganz tief in mir etwas berührt. Und darüber spreche ich dann natürlich auch. Es ist diesmal nicht ganz chronologisch, weil ich jetzt mit den Flops im Grunde anfange, weil über die möchte ich tatsächlich nur sehr kurz sprechen. Ich finde, man könnte bestimmt viele Argumente finden, weswegen man ein Buch abbricht, weswegen es irgendwie einen nicht überzeugt, aber das will ich im Grunde überhaupt nicht, sondern einfach nur kurz und knapp erzählen, warum es nicht mein Buch war. Und zum einen war das in dieser Woche das Hörbuch zu 9 Fremde von Lian Moriarty. Das ist die Autorin von Big Little Lies, 1000 kleine Lügen. Ich fand beide Staffeln der Serie großartig, hatte dazu auch in meinem Monatsrückblick gesprochen.
Und hatte das Buch damals aber nicht gelesen, weil mir von verschiedenen Seiten abgeraten wurde, es nach dem Serienschauen doch noch zu lesen. Und dass es wohl auch so manche Länge hat und dass die Serie sehr gut wegkaschiert hat. Und habe es dann im Grunde auch wirklich gelassen. Die Sprecherin des Hörbuchs ist Esther Schweins. Sie ist eine deutsche Schauspielerin. Die Stimme fand ich jetzt ganz okay. Ich merkte nur, dass sie beim Geschwindigkeit hochdrehen ein bisschen an Kraft verloren hat, sodass ich dann ein bisschen runtergedreht habe. Dann war es wieder okay. Ich bin nicht der größte Fan von weiblichen Stimmen, das muss ich ganz klar auch dazu sagen. Zudem habe ich eben auch gar keinen Bezug zu Esther Schweins, um das jetzt irgendwie besonders toll oder gut oder so zu finden. Es war okay, mehr aber auch nicht. Ich habe das Hörbuch nach knapp 150 Seiten runtergerechnet, sozusagen in der Prozentangabe abgebrochen, was glaube ich so knapp ein Drittel oder ein bisschen drunter als ein Drittel sein würde. Das könnte ja vielleicht auch so ein, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, es sind um die 500 Seiten gewesen. Also es könnte auch knapp über ein Viertel gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich fand mega spannend die Idee, dass wir eben hier neun Fremde haben, die sich in einem Hotel, in einem Resort irgendwie treffen, in einem Wellness-Resort. Alle haben so ihr Päckchen zu tragen, ihre Vergangenheit, ihre Geschichte und treffen da irgendwie aufeinander und ja, dann passiert vielleicht etwas. Leider ist in diesen 130 Seiten aber nichts passiert. Und zwar überhaupt nichts. Es war nur sehr bedrückend, in die Gedanken so einzutauchen. Es war irgendwie sehr dunkel. Es war auch sehr langweilig. Und das spielt ja in einem gehobenen Wellness-Ressort. Und die Beschreibungen dieses Ressorts waren eigentlich noch das Spannendste und Schönste. Die Charaktere suchen ja irgendwie auch Abstand zu ihrem Leben, zu ihrem, was bisher passiert ist. Wir lernen das auch in der kurzen Zeit etwas kennen. Ich fand es aber sehr langsam, sehr langweilig geschrieben, sehr unspannend, wenig Story und es ist irgendwie nichts passiert in dem Viertel der Geschichte. Und das ist schon, ja, ziemlich langweilig. Also ja, natürlich kann man sagen, was ist ein Viertel, aber es sind halt 130 Seiten. Da schaffen es halt andere Bücher, einen wirklich schon zu flashen, zu begeistern, zu packen. Für mich hat das hier nicht so richtig funktioniert. Sprachlich sehr eintönig, sehr monoton, sehr unspektakulär, auch für mich gefühlt nicht richtig modern oder so, um das jetzt und hier irgendwie einzufangen. Auch nicht, ja, so ein bisschen diese, ja, etwas hochgradigere Sprechweise vielleicht der Menschen, die in so ein Wellness-Ressort zu gehen, auch irgendwie nicht. Also es klang halt sehr einfach, sehr plump, sehr normal. Und ich habe, nachdem ich mich dazu dann entschlossen habe, es abzubrechen, auch auf Amazon ein paar Rezensionen dazu gelesen. Und manch einer schreibt dann, oh, nach der Hälfte wurde es endlich spannend. Und da dachte ich mir so, puh. Nochmal das gleiche, die gleiche Länge hören, damit überhaupt was passiert. Ja, es kann natürlich sein, dass es manchmal ja auch einfach am Medium liegt, weswegen einem das Buch vielleicht nicht packt. Vielleicht wäre es selbst gelesen, anders gewesen. Persönlich werde ich das jetzt aber nicht mehr herausfinden. Das Buch ist für mich abgehakt. Leider konnte es mich nicht begeistern und ich bin eben jemand, der Bücher abbricht, der sagt, in der Regel so ein Drittel gebe ich ihm Zeit. Ich fand jetzt aber auch die 130 Seiten einfach so langweilig, dass ich dachte, das reicht auch. Also es hätten jetzt vielleicht noch 50 Seiten zu einem Drittel sein müssen, aber das ja, wäre jetzt einfach nicht meins gewesen, deswegen abgebrochen. Und leider auch abgebrochen, und das tut mir tatsächlich sehr, sehr weh, habe ich das Glück hat viele Seiten von Ella Zeiss. Zum einen einfach, weil ich Elvira ja persönlich schon kennengelernt habe, wir auch schon uns zwei, dreimal in unserem echten Leben sozusagen getroffen haben, unter anderem auch schon ein tolles Abendessen miteinander verbracht haben und ja, es da natürlich schon ein bisschen schwerer ist, wenn man irgendwie da irgendwas abbrechen muss. Ja, ich habe es noch ca. 100 Seiten abgebrochen, ist glaube ich nicht ganz ein Drittel, nein, aber fast, hat 350 Seiten. Und ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, denn Elvira Zeissler hat unter dem Pseudonym Ella Zeiss, ich glaube im letzten Jahr, den Self-Publisher-Preis irgendwas gewonnen mit dem historischen Roman über ihre eigene Familiengeschichte, so um den Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich wirklich ganz, ganz positive Kritiken immer gehört und gelesen. Und ja, es ist eben nicht mein Thema, sonst hätte ich zu diesem historischen Buch auch gegriffen. Aber ich kann einfach nichts mit dem Zweiten Weltkrieg und davor und danach anfangen. Deswegen, ja,
lasse ich es eben auch einfach, weil ich weiß, dass das nichts ist. Aber ich kenne andere Bücher von Alan McCoy und fand die immer sehr schön. Es sind Liebesromane, die mich immer begeistert haben, die irgendwie locker, luftig waren, leicht waren, die tolle Protagonistinnen hatten, die irgendwie in einem coolen Setting gespielt haben und ja, die mir im Grunde auch immer Spaß gemacht haben. Auch ihre Silver Creek Crest-Reihe hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und so war ich sehr gespannt auf, ja, das Glück hat viele Seiten, denn so als Bücherfan mag man natürlich Bücher, in denen es um Bücher geht. Leider geht es auf den ersten 100 Seiten gar nicht um Bücher, geschweige denn groß ums Lesen. Wir treffen auf Hannah, eine Frau, die, ich sag mal, Mitte, Ende 20 ist, wo ich auch wirklich schon hin und her gerechnet habe, wie alt ist sie, weil ich mit dem Charakter, der sich in meinem Kopf entwickelt hat, gar nichts irgendwie mit dem Alter zu tun hatte, was sie rein rechnerisch irgendwie haben musste. Also, dass sie 10 war, als ihre Mutter starb, das irgendwie 15 Jahre her ist, sie studiert hat, 2 Jahre Projekte gearbeitet hat, jetzt in der Probezeit in der Firma ist, wo ich sage, ja, also sie muss eigentlich so Mitte 25, 26 irgendwie sein. Und sie wohnt in Köln und erfährt eben, dass ihre Tante gestorben ist, die sie eben besagte 15 Jahre nicht mehr gesehen hat, weil das irgendwie die Schwester ihrer Mutter war. Und sie geht zum Testamentsvollstrecker, hat also jetzt auch gar keinen Bezug zu ihrer Tante und erfährt, ja, dass sie im Grunde den Buchladen ihrer Tante erbt, wo auch darüber eine Wohnung im Grunde liegt. Und das alles eben auf sehr ländlichem Gebiet und sie selbst wohnt ja eben in Köln in der Großstadt und will auch nicht mehr zurück aufs Land. Und eigentlich ist ihr bei diesem Testament schon klar, ja, also eigentlich verkaufe ich dieses Haus und es interessiert mich eigentlich. Kann ich sogar bis dahin irgendwie noch verstehen, dass wenn man keinen persönlichen Bezug hat, dass einem das erstmal alles irgendwie egal ist. Doch dann kam für mich so der Punkt, wo ich dachte, wo geht das hin? Und es kam eben, dass ein junger Mann sie direkt nach dieser Testamentsvollstreckung anspricht und ihr erzählt, wer er ist und dass er schon mit ihrer Tante über den Verkauf gesprochen hat und dass sie jetzt eigentlich schon den Kaufvertrag unterschreiben wollte, jetzt aber halt gestorben ist und wie blöd das alles ist. Und er bietet ihr halt eine Summe und sie ist so geblendet von dem Geld und sagt direkt zu, verbringen dann irgendwie einen Tag mit dem Typen, den sie ja eigentlich gerade erst noch nicht richtig kennengelernt hat. Sie verbringen auch ein Abendessen zusammen, schlafen dann auch im gleichen Hotel, nicht im gleichen Zimmer, aber im gleichen Hotel. Und am nächsten Tag geht's direkt zum Notar und da unterschreibt sie im Grunde dann auch schon den Verkaufsvertrag, Kaufvertrag, wie auch immer wir es nennen wollen. Und dann verbringt sie immer noch einen tollen Tag mit dem Typen. Und am dritten Tag entschließt sie sich dann doch mal dahin zu fahren, wo ihre Tante das Haus hat, beziehungsweise auch wo sie im Grunde jetzt auf dem Friedhof liegt. Und das war dann irgendwie der Punkt für mich, um zu sagen, es ist... Ja, also ich habe unglaublich oft mit dem Kopf geschüttelt. Also allein diese Vorstellung, dass man heute einen Notar anruft und für morgen einen Termin bekommt, das ist einfach in Deutschland sehr unrealistisch. Das ist aber nur so ein Punkt, wo ich irgendwie hätte drüber hinwegsehen können. Ich muss einfach sagen, ich kann Hannah überhaupt nicht ernst nehmen. Dafür, dass das eine Frau ist von Mitte, Ende 20, die irgendwie im Leben steht, die studiert hat, die scheinbar überhaupt kein Interesse an ihrer Tante hat, die es noch nicht mal für nötig behielt, sich dieses Haus anzusehen, bevor sie es verkauft, geschweige denn irgendwie ein anderes Angebot einzuholen. Man kann noch über manche Dinge irgendwie hinwegsehen. Ich fand das einfach total unrealistisch, unlogisch und einfach nicht vorstellbar. Und auch die Tatsache, dass dieser Testamentsvollstrecker ihr so oft sagt, das ist ein Buchladen mit einer Wohnung und Hannah hat überhaupt nicht in Überlegung, in diese Wohnung zu gehen, sich Sachen rauszusuchen vor dem Verkauf, weil theoretisch, das müsste man ja tun, weil, also wer schon mal ein Haus gekauft oder verkauft hat, weiß, dass man dann im Grunde das Haus mit all seinen Dingen kauft, mehr oder weniger. Also das müsste man ja im Grunde alles ausklamüsern und es tut mir unglaublich leid, weil ich den Stil eigentlich schon sehr leicht und flüssig wahrgenommen habe und es liest sich auch super schnell, also die 100 Seiten waren auch sehr schnell weggelesen, aber ich habe so oft auf diesen 100 Seiten Augen gerollt und mich genervt weggewendet von dem Buch, dass ich dachte, das kannst du nicht weiterlesen. Und es ist auch relativ klar, welchen Weg das geht und da wusste ich dann auch nicht, ob ich das wirklich möchte. Also ich weiß nicht, ob ich ein Buch lesen möchte, was dann in so eine Richtung geht, ob mir das gefällt. Und ja, natürlich ist bei einem Liebesroman sehr oft eher der Weg das Ziel, weil man weiß in der Regel ja, dass es ein Happy End geben wird. Und ich weiß auch nicht, was diese Geschichte für ein Bild von uns Menschen zeigt. Also das... fand ich sehr schwierig und ich bin sehr, sehr verwundert tatsächlich, weil ich bei Elvira eigentlich immer einen anderen Eindruck hatte, wie sie ihre Charaktere schafft. Und
ja, ich hier wirklich irgendwie bestürzt bin. Man hat das Gefühl, also dass sie das gar, also dass sie da ganz anders geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es diesmal für einen Verlag ist, nicht als Self-Publisher. Warum Verlag das dann jetzt tatsächlich gut findet? Oder wo ist da die Lektorin oder der Lektor, der irgendwie mal... Ich weiß es nicht. Ich finde das wirklich sehr merkwürdig. Und es tut mir echt leid. Also ich... Ja, aber ich werde jetzt auch gar nicht weiter darüber reden, weil sonst rede ich mich nur in Rage. Und ich habe meine Rage schon in eine Audio gepackt. Und das war... entschuldigt. Das war, glaube ich, auch ganz gut. So konnten sich andere Leute daran erfreuen, dass ich mich aufgeregt habe. Aber gut. Ja, kommen wir zum überraschenden Highlight der Woche. Und zwar Effie liest von Anna Moretti. Das ist ein Debütroman der deutschen Autorin. Mich hat damals das Cover sehr angesprochen. Und auch die Bücher, in denen es halt so ums Lesen geht. Ich mag sowas halt super gerne, deswegen ja auch das vorangegangene Buch. Und da hat mich alles so ein bisschen angesprochen. Vor allem auch so die Anspielung auf Effie Briest, was ja wunderbar so ein bisschen passt. Denn die Geschichte spielt oder startet im Sommer 1894, eine sehr spannende Zeit, wo, wenn man so geschichtlich zurückblickt, auch sich das Frauenbild so ein bisschen verändert, auch die Frauen sich verändern und auch so die Zeit überhaupt sehr im Wandel ist. Und wir erfahren zu Beginn der Geschichte, was zu dieser Zeit so allerhand passiert ist, bevor wir dann wirklich auch erfahren, dass in diesem Jahr Fontane Effie Briest geschrieben hat. Und wir treffen eben auf Effie, die in einem Mädcheninternat lebt und ja, im Grunde dort auf das Leben als Hausfrau und Mutter vorbereitet wird, wie man einen Haushalt leitet und sonstigem. Und sie kann sich ein Leben eben überhaupt nicht vorstellen. Also sie ist schon sehr rebellisch für ihre Zeit und merkt auch, dass sie sich eigentlich all diesen Gesetzen und Tätigkeiten nicht unterordnen möchte, dass sie irgendwie doch ein bisschen Freigeist ist. Als sie ein Buch an einen Fluss findet oder an einem Bach, ja, in dem es so um ungezügelte Leidenschaft geht, ja, wird sie des Internats verwiesen, muss zurück nach Hause und ja, erzählt dann im Grunde auch erstmal ihrem Vater so ein bisschen von ihrem Lebensvorstellen, dass sie studieren möchte, dass sie ja da auch wirklich irgendwie anders sein möchte und ihr Vater ist da relativ offen, geht da auch ein bisschen mit, möchte aber, dass sie sowohl das eine wie das andere kennenlernt, so wird dann auch noch ihre Tante zu Rate gezogen, die ihr so ein bisschen bei den Bällen hilft und den gesellschaftlichen und gleichzeitig lernt sie dann eben auch allerhand Dinge, um eventuell studieren zu können. Im Zug auf ihrer Heimreise lernen sie einen Arzt kennen, Max, dessen Perspektive wir im Grunde auch kennenlernen, und zwar in Briefform, denn er schreibt immer seinen kleinen Bruder und teilt ihm so ein bisschen mit, wie gerade sein Leben ist. Also eine zweite Perspektive, die in einer anderen Art geschrieben ist, was ich wirklich toll fand. Und ja, auch Max ist so manchem Vorurteil und merkwürdigen Gegebenheiten seiner Zeit sozusagen ja, ausgeliefert. Und ja, es gab eine ganz lustige Szene, in der Effie Bücher kaufen möchte, das aber nicht darf, denn die darf sich nur ihr Vater oder ihr Bruder kaufen. Da musste ich mal so einen Moment wirklich schmunzeln und dachte mir, klar können wir in unserer Zeit, in unserem Leben darüber, in unserem Land auch darüber lachen, aber es gibt durchaus ja noch Länder, also wenn auch nur sehr wenige, wo das anders ist. Und ja, es ist faszinierend, dass, und man kann eigentlich immer nur froh sein, dass man selbst in so einer Zeit nicht lebt, sondern im Hier und Jetzt. Der Stil war unglaublich. Er war leicht, er war flüssig, er war modern, er war historisch irgendwie einfangend. Er hat die Zeit wunderbar rübergebracht in verschiedenen Szenen, wie eben angefangen von der Kleidung, über wie das Haus aussieht, die Einrichtung, wie die Menschen miteinander sprechen, welche Sitten damals herrschten, wie man als Frau einen Mann kennenlernte, auf was man zu achten hatte, was welchen ja, Anschein im Grunde schon geweckt hat. Also angefangen von irgendwelchen Tanzordnungen, fand ich mega interessant, sehr faszinierend. Es hat mich wirklich tief auch mitgenommen und begeistert, wie uns das so näher gebracht wurde, wie Mädchen dieser Zeit auch dachten, wie vielleicht die vorangegangenen Generationen noch unterwegs waren, wie auch dieses Geschlechterding, sag ich mal, Mann und Frau, wie unterschiedlich das eigentlich betrachtet wurde, als sich der Mann halt noch für die für das bessere Geschlecht hielt oder das Geschlecht mit mehr Rechten und
Ja, das war super interessant. Das war für mich auch sehr authentisch und realistisch rübergebracht. Und das wirklich auch in einem Stil, der zwar irgendwie so in unsere Zeit passt und modern war, aber trotzdem so den Flair der damaligen Zeit eingefangen hat. Und das hat für mich das Buch wirklich sehr, sehr großartig gemacht. Ich persönlich bin einfach echt froh, dass ich im Hier und Jetzt mehr oder weniger lebe, dass ich nicht diesem Frauenbild irgendwie ausgeliefert bin oder war, obwohl ich jetzt Belle doch vielleicht auch ganz schön gefunden hätte und dieses schicke Kleidung tragen und man zieht sich fünfmal am Tag um und ja, das wäre natürlich schon schön gewesen oder man hat auch Leute, die einen anziehen. Ja, also es hat auch so ein bisschen Downton Abbey-Feeling, aber eher wirklich nur am Rande, weil es natürlich schon diesem Frauenbild entspricht und natürlich dann auch noch so ein bisschen weiterspinnt. Und das fand ich ja bei Downton Abbey zum Beispiel auch ganz schön und das fand ich hier bei Effie Least auch schön. Was mich so besonders geflasht und begeistert an dieser Geschichte hat, ist einfach, dass es diese Dialoge sind, diese Beschreibungen sind, die einen so mitnehmen, mitreißen, da man einfach das Gefühl hat, man ist mittendrin, man sitzt im Grunde mit Effie am Kaffeetisch und sie erzählt einem von ominösen Büchern, die Frauen nicht lesen dürfen, denn sie verfallen sonst dem Wahnsinn und der Hysterie. Es ist einfach großartig. Also man könnte wirklich, also echt irre. Aber man glaubte halt, dass es einfach auch wirklich so war. Also wenn man sich mit der Historie so ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, dass das einfach so war und wie verrückt das Ganze eigentlich ist oder wo es uns eigentlich hingebracht hat, dass Frauen jetzt einfach alles lesen dürfen. Also ich finde das schon, ja, sehr bedenklich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir auch ein kleines Zitat rausgeschrieben, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, der Beruf des Buchhändlers gleich dem eines Gärtners. Ein Buchhändler muss seine Bücher kennen, wie ein Gärtner seine Pflanzen. Und das fand ich richtig, richtig schön. Zwar nicht im Zusammenhang, als es passierte, denn das war genau der Buchhändler, der der Meinung war, also Effie, diese Bücher dürfen Sie nicht kaufen. Die muss, wenn ihr Bruder abholen, oder, also obwohl sie gar keinen Bruder hat, oder ihr Vater. Also das kann ich Ihnen nicht mitgeben. Ja, aber ich fand die Beschreibung eigentlich richtig schön und finde schade, dass man sehr selten Buchhändler findet, für die ja, Bücher wirklich diese Liebe sind und die ihre Bücher so behandeln wie Gärtner ihre Pflanzen. Ja, genug geschwärmt. Weiter ging es, oder parallel dazu habe ich schon mich für den Reread entschieden, zu Gut gegen Nordwind. Da habe ich das Hörbuch von einer lieben Freundin ausgeliehen bekommen. Und zwar ist das Buch von Daniel Glattau, ist auch, glaube ich, schon über 10 Jahre alt. Es gibt auch einen zweiten Teil, Alle 7 Wellen. Ich habe auch beide als echtes Buch hier. Und Gut gegen Nordwind wird jetzt eben verfilmt. Und ich fand den Trailer tatsächlich ganz okay. Ich bin jetzt bekanntlich ja nicht der größte Fan von deutschen Filmen oder ja, überhaupt von, ja, wenn man dann deutsche Bücher verfilmt, das führt sehr selten zu guten Ergebnissen. Ich habe das vor Jahren gelesen, das ist bestimmt schon 7, 8 Jahre her und ich hatte Gut gegen Nordwind in ganz wunderbarer Erinnerung. Und da jetzt eben die Verfilmung kommt, dachte ich, ich möchte ja das so nochmal mir so ein bisschen in Erinnerung holen. Sprecher sind Andrea Sawatzki und Christian Berkel und wenn ich mich richtig erinnere, sind ja beide Schauspieler auch ein Paar oder waren es zumindest mal und ich muss ehrlich sagen, mir haben die Sprecher viel Spaß gemacht. Also es ist ja wirklich so ein Wechsel innerhalb des Schreibstils, wo ja im Grunde im E-Mail-Austausch passiert und ihre E-Mails hatten eben eine weibliche Stimme, seine eine männliche und das fand ich sehr unterhaltsam. Was mich ein bisschen tatsächlich gestört hat, ist aber wahrscheinlich auch daran geschuldet, dass das Hörbuch einfach schon ein bisschen älter ist, also auch man damals vielleicht noch nicht so die Möglichkeiten hatte, ja, das so ein bisschen anzupassen, ist, dass ihre Lautstärke immer ein bisschen lauter war als seine und man ihn ein bisschen lauter stellen musste, während man bei ihr dann dachte, huch, bist du laut. So ähnlich ging es mir bei Love to Share auch, dass ihre Stimme so laut war und seine so ein bisschen leiser. Da habe ich noch gedacht, okay, das hängt auch mit den Charakteren zusammen. Bei E-Mails hätte man das durchaus ein bisschen ins Gleichgewicht bringen können, aber das ist nur Jammern, also ne, das hat ja an sich nichts mit der Geschichte zu tun, aber ist mir eben beim Hörbuch aufgefallen. Ja, wir treffen in dem Buch auf Emmy und Leo und Emmy möchte eigentlich eine Zeitschrift deabonnieren, verschreibt sich aber irgendwie und landet bei Leo und dann schreibt sie ihm irgendwie Jahre, Monate später zu Weihnachten, Silvester nochmal frohe Weihnachten, guten Rutsch, guten Start ins neue Jahr
Und dann meldet er sich natürlich wieder bei ihr und sagt, ja, also eigentlich wollten sie mir bestimmt gar nicht schreiben. Und es entwickelt sich ein sehr locker, leichter E-Mail-Kontakt zwischen den beiden, der aber doch so ein bisschen intensiver und ernster wird und anders wird, als man es wahrscheinlich denkt. Jetzt wird man sich in der heutigen Zeit denken, oh mein Gott, wer schreibt sich denn noch E-Mails? Ich meine, damals hat man sich gefragt, oh, E-Mails, sitzt man dann wirklich am PC und schreibt da und warum schreiben sie sich keine Briefe? Also es ist natürlich eine andere Zeit. Heute würde man wahrscheinlich sehr schnell irgendwie Nummern tauschen und über WhatsApp schreiben. Damals haben die Charaktere wirklich nur ihren PC angeschalten und haben eine E-Mail geschrieben und haben auch den Pington lauter gestellt, wenn eine E-Mail kommt, dass sie gleich reagieren konnten. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag die Geschichte und Emmy und Leo unglaublich gerne. Ich finde den Flair der Geschichte, den Aufbau, die Spannung, die sich so ergibt, die Dialoge, ich finde die einfach großartig. Ich finde, dass Daniel Glattauer danach nichts mehr geschrieben hat, was an Gut gegen Nordwind irgendwie herankommt. Und ich habe es mit einigen Büchern von ihm probiert. Ich finde diese Atmosphäre, die er schafft, die Freude der beiden, dass sie miteinander schreiben, dass wir eben auch nur erfahren, was sie sich schreiben. Also wir erfahren nichts über Emmy oder Leo, was sie nicht dem anderen schreiben. Das finde ich mega spannend. Man muss natürlich auch sich immer mal in Erinnerung rufen, dass das ja auch alles gar nicht wahr sein muss, was die sich schreiben. Also, na, weil sie schreiben sich ja nur, sie erzählen ja nichts voneinander. Und ich fand es sehr, sehr gelungen. Auch diesmal hat mir der Reread sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel geschmunzelt. Ich war sehr nachdenklich über manche Dialoge, die geführt wurden. Und es macht einfach Spaß, diesen Dialogen zu folgen. Sie fühlen sich echt an. Ich kann mir gut vorstellen, dass das im wahren Leben eben auch einfach so passiert. Und es macht eben einfach Spaß, diese Charaktere dadurch kennenzulernen. Auch wie sie miteinander, nebeneinander irgendwie funktionieren. Und wenn sie dann so ein bisschen das von außen mitbringen, wie, ja, was das Leben eben durchaus in dem Alter irgendwie herbeiführt. Also sie sind ja, glaube ich, auch so Mitte 30 und das ist ja heute auch ein Alter, in dem ich mich befinde und dann findet man sich durchaus eben auch in dem ein oder anderen wieder. Das ist wirklich was, was ich auch heute noch gut finde, was mir viel Spaß gemacht hat und auch einfach diese Idee, dass nur über E-Mails ein Roman erzählt wird. Also ist, glaube ich, heutzutage üblicher, hat man öfter mal. Damals, wenn ich mich recht erinnere, war das so ziemlich das erste Buch, das ich dieser Art gelesen habe. Was mir diesmal irgendwie nicht so richtig gefallen hat, ist einfach, wie gerade Emmy manchmal gehandelt hat. Und das ist schon ein bisschen was, was mir sehr oft bei weiblichen Charakteren in Büchern auffällt. Und vielleicht sollte man darüber auch einfach mal sprechen, dass sie manchmal, ich weiß nicht, realitätsfern handeln oder uns im Grunde eigentlich eingeredet wird, dass das so einfach ganz normal ist, obwohl es zwar nicht der Norm entspricht und auch mit Anstand irgendwas zu tun hat, aber das interessiert am Ende keinen. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich fand das ein bisschen grenzwertig, gerade bei Emmy, und war da schon manchmal so ein bisschen dabei, wo ich dachte, ach Mensch, Mädel, jetzt denk mal nach, was du willst, wie du es willst, wann du es willst. Und ja, und natürlich bin ich ein sehr kopflastiger Mensch, mir ist das durchaus klar. Ich ticke da wahrscheinlich einfach anders wie der Charakter der Emmy. Aber ich weiß nicht, so verhält man sich, finde ich, einfach nicht mit Mitte 30. Ich glaube, hätte man mich, wie ich auch das Buch vor 10 Jahren gelesen habe, dazu befragt, hätte ich das ganz normal gefunden und ganz, ganz okay gefunden und hätte wahrscheinlich noch gesagt, geht halt dann Herz vor Kopf. Aber wir sind eben nicht mehr Mitte 20, geschweige denn Anfang 20 oder vielleicht gar 16, 17, 18, wo das Verhalten für mich irgendwie vielleicht noch normaler war. Die Charaktere und ich sind jetzt in dem gleichen Alter und da finde ich es eben manchmal schon ein bisschen schwierig. Verhält man sich so? Auf der anderen Seite habe ich dann meine eigenen Gedanken kritisch befragt und dachte danach, Steffi, bist du wirklich so ernst? Und ja, ja, bin ich. Also ich bin definitiv so ein ernster, kopflastiger Mensch und ich weiß nicht, ob ich mit Emmy als Mensch so auskommen würde, wenn sie denn im wahren Leben so wäre. Und ich glaube, ich hätte ihr als Freundin da schon auch mal einen Rüffel gegeben und gesagt, Mensch, jetzt willst du das wirklich? Obwohl ich eben auf der anderen Seite schon sage, dass ich sie auch verstehen kann, wenn eben manches im Leben nicht so ist, wie man sich's vorstellt, dass es einfach dann doch Zeit wird, dass sich irgendwas verändert. Und ja, deswegen kann ich sie eben durchaus schon verstehen, aber nicht, wie der Weg für sie da irgendwie war, beziehungsweise
Ja. Man muss auch dazu sagen, dass das Buch ein offenes Ende hat. Daran konnte ich mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Ich dachte tatsächlich, dass Band 1 eigentlich anders geendet hatte oder gut gegen Nordwind. Aber scheinbar müsste man jetzt direkt alle 7 Wellen sozusagen weiterlesen, um ja, jetzt die Weitergeschichte zu lesen. Ich muss mal schauen, ob auf dem Stick, den mir meine Freundin mit den Hörbüchern gegeben hat, die sie mir von der CD runtergezogen hat, um sie mir zu schicken, ob da vielleicht auch gleich 7 Wellen mit drauf waren. Alle 7 Wellen, ja, anders so hieß es, glaube ich. Dann würde ich vielleicht tatsächlich auch weiterhören. Also es ist ein tolles Buch. Ich möchte da gar nicht meckern oder Ähnlichem. Es ist halt nur so, dass ich sage, so beim Reread und 10 Jahre später glaube ich einfach, dass Charaktere in meinem Alter mit Mitte 30 doch ein bisschen erwachsener sind. Meistens zumindest. Also auch ich fühle mich manchmal wie 12, aber ich weiß manchmal nicht. Ja, aber gut, dennoch ein gutes Buch und ich freue mich sehr auf den Film und bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen, ob sie das in die heutige Zeit holen, diesen E-Mail-Verkehr sozusagen, diesen E-Mail-Verlauf, ob man das jetzt über WhatsApp macht, ob man die beiden da vom PC sieht, ob die beiden das jemandem erzählen, dass sie der oder ihm geschrieben haben. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das in Filmen umsetzen wollen. Ja, das nächste Highlight der Woche, und das war gar nicht so überraschend, denn bei Adriana Popescu habe ich eigentlich schon die Erwartungshaltung, ein Highlight in Händen zu halten. Und zwar Goldene Zeiten im Gepäck, ein Buch, das Adriana, ich glaube, was hatte sie geschrieben, 5, 6, 10 Jahre irgendwie geschrieben hatte, stand hinten auch im Nachwort drin, 15 Jahre sogar, was sie mit sich herumgetragen hat, was irgendwie als Drehbuchidee geboren wurde und dann ist jetzt im Grunde der Roman daraus geworden. Ich bin ein großer Fan der Bücher von Adriana Popescu. Egal ob Jugendbuch, egal ob Erwachsenenroman, egal ob es jetzt der Krimi war unter Adriana Jakob. Ich mag das unglaublich gerne lesen. Ich mag einfach den Stil von Adriana und den findet man hier zu 100%. Das Cover finde ich persönlich auch mega. Ich fand schon sehr cool, als sie es damals vorgestellt hat, diese Schlichte in diesem Beige. Ich glaube, bei euch sieht es jetzt weißer aus, aber es ist ja eher so ein Beige, ein helles Beige, ein dunkles Weiß. Mit den zwei Charakteren, dem Auto. Und hier haben wir auch noch so ein paar Vögelchen. Und das zieht sich ja hier im Grunde so ein bisschen weiter. Und ich finde es super gelungen. Durch diese Schlichtheit nimmt es der Geschichte überhaupt keine Kraft. Ganz im Gegenteil, es unterstützt die Geschichte. Ich finde es minimalistisch toll, aber großartig in der Aussage. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ja, die Geschichte beginnt in der schattigen Pinie. Und alle Golden Girls Fans werden jetzt sagen, ach, ist das geil. Ja, also die schattige Pinie spielt in der Serie Golden Girls eine sehr große und zentrale Rolle. Und ich fand das großartig, dass Adriana, ja auch ein Kind der 80er, das im Grunde aufgegriffen hat. Ich fand das toll. Also es war, gibt verschiedenste Anspielungen auch zu Game of Thrones. Es gibt gibt auch Herr der Ringe, es gibt Narnia, es gibt verschiedenste Themen da drin, die irgendwie besprochen wurden. Und ich Golden Girls finde ich einfach großartig. Ja, also wir sind in der schattigen Pinie und treffen auf Elisabeth, die eben im Heim ist. Sie ist Rentnerin, war früher mal Schwimmerin, eine erfolgreiche Schwimmerin für Deutschland und war in den 1950er Jahren bei den Olympischen Spielen in Melbourne, die es tatsächlich zu der Zeit gegeben hat, und traf dort auf einen Rumänen, der so ein bisschen ihr den Kopf verdreht hat. Beide sehr starke Gefühle füreinander entwickelt haben, obwohl sie noch relativ jung waren. Und sie so ein bisschen dieser Vergangenheit hinterher weint, würde ich sagen, und irgendwie merkt, sie hat da eine Gelegenheit verpasst. Und das im Grunde schon, sind das dann 60 Jahre, wahrscheinlich, ne, 70, ja, 60 Jahre her. Und sie trifft in der schattigen Pinie auf die Pflegekraft Carla, die eben im Heim arbeitet und dort so ein bisschen mit Hasch dealt. Was ich auch großartig finde. Und das auch noch irgendwie mit einer logischen Erklärung, wie ich fand. Und Elisabeth, kurz genannt Ellie, erpresst Carla und sagt, wir reisen jetzt einfach mal durch Europa. Ich habe ein Ziel und bevor man mich irgendwo hinbringt und aus der schattigen Pinie wegbringt und ich mein Leben nicht mehr frei entfalten kann, machen wir diese Reise. Und wir haben hier dann nicht nur die Lebensgeschichte von Ellie, die eben auch in der Zeit 1956 in Australien spielt, sondern eben auch das Hier und Jetzt und reisen durch Europa und haben einen Roadtrip nicht nur durch Europa, sondern auch durch die Zeit. Und
Das macht Adriana einfach perfekt. Ich finde gar keine Worte für diese Geschichte, die man natürlich schon eine große Erwartungshaltung hat. Man ahnt auch schon, dass es gefühlsemotional sehr bewegend sein kann. Dass es mich aber am Ende Tränen überströmt zurücklässt, hätte ich einfach nicht erwartet. Und ich hatte eine Befürchtung am Ende, und ich spoilere jetzt kein Ende, war tatsächlich froh, dass es nicht so kam, wie ich es mir dachte. Es wurde aber noch schlimmer, als ich es mir dachte und dachte, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, ja, wer es vielleicht gelesen hat, weiß jetzt, was ich tatsächlich vielleicht denke. Ich bin ein Fan der Charaktere. Ich liebe Ellie, ich liebe Carla, es gibt dazwischen noch einen anderen Nebencharakter, den wir kennenlernen. Ich finde es großartig, wie wir die Lebensgeschichten erfahren, wie wir die Gedanken erfahren. Es sind Dialoge, die so lebendig sind, wie selten in Büchern, als wäre man einfach mitten im Auto, als wäre man dabei, als wäre man vielleicht einer von beiden. Man kann sich so gut hineinversetzen in diese Reise, was sie sehen, welchen Weg sie gehen, was sich Ellie dabei denkt, wie Carla sich dabei fühlt und welche Wege es nimmt, welches Chaos es nimmt, welche trotzdem tollen Gedanken dabei aufkommen und wie wichtig eigentlich Leben ist, das hier und jetzt ist und dass man eben keine Chancen vertut, denn es könnte eben auch einfach passieren, dass es für manches zu spät ist. Ich bin ein großer Fan der Dialoge von Adriana Popescu, wie sehr sie ihre Charaktere auch liebt, wie emotional sie sich wahrscheinlich auch selbst an diese Charaktere bindet, um diese Bindung auch an uns Leser zu bringen. Man hat wirklich das Gefühl, man kennt beide, man begleitet sie, man ist so mit dabei und man liebt die Charaktere gleichermaßen und auch die Geschichte in der Vergangenheit bei den Olympischen Spielen in Melbourne fand ich mega spannend, sowohl mit historisch Belegten, zum Beispiel, dass tatsächlich Bud Spencer da als Sportler mit dabei war, als eben auch fiktive Charaktere samt Sportarten, die Adriana sich eben erfindet, hat mich sehr mitgerissen, sehr mitgenommen. Diese Spaltung, die ja damals in Deutschland auch noch herrschte oder in Europa zwischen Rumänien und Deutschland, da war ja nicht nur eine Mauer, sondern also ganz andere Dinge waren da im Grunde Probleme und dass man die aber beim Sport eigentlich vergessen sollte und dass Ellie und ihr Rumäne eigentlich auch tun, aber alle anderen drumherum halt nicht und dass man das ja heute noch beim Sport merkt. Nehmen wir mal eine Fußball-Weltmeisterschaft, wie politisch das manchmal ist und man sich fragt, Leute, es ist nur Fußball, ne? Also es sind keine Hungerspiele, aber es ist dann halt, wie Cäsar sagt, ne? Brot und Spiele. Und das spürt man hier eben einfach alles auch so drin, welche Bedeutung das hat, welche Last im Grunde auch auf den Schultern liegt und wie eben auch das Leben weiterging für Ellie und was sie Carla eben auch einfach mitnimmt. Und es ist so eine tolle Freundschaft, die einfach so perfekt irgendwie ist und perfekt, unperfekt und einfach großartig. Es ist ein Roadtrip, den ich anders erwartet habe, der mich sehr ergriffen hat, der mich absolut gepackt hat. Ich habe mich jeden Tag auf den Leseabschnitt gefreut. Ich habe das mit der lieben Tanja von Berlin Books gelesen und war wirklich immer ganz fixiert darauf, oh, endlich heimkommen, endlich lesen und Also ich kann es absolut empfehlen. Also wer wirklich sowas mag, wer Roadtrips mag, Lebensgeschichten, Freundschaft, wer gerne eben auch so sagt, ich lebe im Hier und Jetzt und man sollte nie eine Chance vertun, der ist hier absolut richtig und es macht einfach unglaublichen Spaß, da mitzureisen und mir hat es wirklich unglaublich gut gefallen und ich finde auch ganz schön hinten, was Anne Freitag dazu sagt, dass das anrührend, authentisch und unglaublich lustig ist und hier dann so schön ein Roman von melancholischer Schönheit über eine ganz besondere Freundschaft und diese melancholische Schönheit, die eben auch manchmal lustig ist, das finde ich einfach perfekt. Und für mich ist auch das Ende perfekt. Und allein die schattige Pinie war so großartig. Und absolute Empfehlung, ist wirklich wieder ein absolutes Highlight von der lieben Adriana. Und ich freue mich auf die nächsten Romane, die da von ihr kommen. Und fand es anders als ihre Bücher, aber einfach gelungen. Also ja, wirklich großes, großes Bücherkino, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, neben Büchern gab es in der Woche einige Stephen King-Filme auf Tele5 und Kabel 1 und alles natürlich, weil das Institut erschienen ist und auch S.
der zweite Teil in die Kinos gekommen ist. Man konnte auch irgendwo sich den alten S-Film oder diese, ja, den Fernsehfilm anschauen, Teil 1 und 2. Habe ich nicht gemacht, habe ich ja erst, glaube ich, vor 2 Jahren getan, als der andere S rauskam, so ein bisschen, um zu vergleichen. Und wir haben diese Woche uns angesehen, Friedhof der Kuscheltiere, der Film von 1989. Und ich muss echt sagen, so trashig habe ich den gar nicht in Erinnerung. Für mich ist ja Friedhof der Kuscheltiere der Stephen King, war ja auch mein erster Stephen King und ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Ich liebe den Horror, den Grusel, dieses Menschliche, diese Schwächen, gleichzeitig Stärken, das eben auch einfach, was passiert nach dem Tod. Ich werde hier beobachtet. Und ja, muss meinen Katzen noch immer tief in die Augen schauen, dass da auch alles noch in Ordnung ist. Und ich finde ja auch im Buch, das ist das perfekte Ende, anders hätte es Stephen King nicht schreiben können. Ich habe den Film in meinem Leben, ich glaube, ein, wenn höchstens 2-mal gesehen, weil ich ihn eigentlich nie richtig gut fand. Ich habe auch die neue Verfilmung nicht gesehen, weil ich einfach finde, dass dieses Buch, man kann es eigentlich nur mit einer Verfilmung kaputt machen. Und ich habe es einfach wieder gemerkt. Also der Film ist unglaublich trashig. Also das ist überhaupt, also die Schauspieler sind gefühlt grottenschlecht. Und also allein, was die für eine Emotionslosigkeit in ihren Gesichtern haben. Also ich, also ja, ja. Jede weiße Wand hat mehr Emotionen. Also es war wirklich schrecklich. Ich konnte mich tatsächlich gar nicht so dran erinnern, dass der so schlecht war. Und man hat ja das Ende so zum Teil übernommen, hat aber doch um einiges weggelassen. Und ja, es ist natürlich eine Verfilmung und das ist eben auch einfach so. Es ist nicht die beste Verfilmung von Stephen King. Anders, dann am nächsten Tag lief Das geheime Fenster, was ja zur Novelle Das geheime Fenster, der geheime Garten gehört oder Das versteckte Fenster, also Secret Window, Secret Garden, glaube ich, ist dann die Novelle, die, ich glaube, in Langolias mit drin ist, wenn ich mich nicht irre, ist ja verfilmt unter anderem mit Johnny Depp und Maria Bello und John Turturro, ich bilde mir ein, ja, das sollte so gewesen sein. Das ist natürlich eine sehr gelungene Verfilmung. Zum einen ist es natürlich eine Novelle, die viel kürzer ist als das Buch von Stephen King, wo man dann eben sagt, okay, aus einem 200-Seiten-Buch kann man eben, oder einer 200-Seiten-Geschichte kann man natürlich eher einen Film in 2 Stunden drehen, als aus 400 Seiten in 2 Stunden. Und das Buch einfach von Stille, Atmosphäre und sehr viel Verrücktheit im Kopf spielt. Und ich mag die Novelle sehr gerne, finde den Film aber fast sogar eine Spur besser, weil er so manche Atmosphäre einfach durch das Bild besser hervorruft, erzeugen kann, zeigen kann, als es für mich die Novelle konnte. Und zudem ein grandioser Johnny Depp, der für mich da drin eben den Autoren spielt, dem ja ein Mann auflauert und behauptet, er hätte ein Plagiat begangen und ja, von irgendwelchen Unfällen, die dann passieren, bis hin zum Wahnsinn des Endes. Ach, das ist einfach großartig. Also wirklich eine Verfilmung, die ich empfehlen kann, die ich wirklich toll finde, samt auch der Novelle. Und das hat dann schon um einiges mehr Spaß gemacht. Ich habe auch gesehen, dass Dolores lief und der alte Carrie-Film. Bin jetzt ja kein so großer Carrie-Fan, von daher, ja. Und eben auch S, Teil 1 und 2 lief und ich weiß gar nicht, was noch alles so ein bisschen lief. Ich glaube auch Kinder des Zorns, den habe ich, glaube ich, einmal gesehen, fand ich einfach, boah, den finde ich ganz schön brutal. Deswegen habe ich mich dann gar nicht rangetraut. Ja, ne, man ist zwar schon Mitte 30, aber manchmal haben so Horror-Gruselfilme, die ja auch sehr brutal sind, dann doch so ein bisschen, ja, das muss man manchmal mit Vorsicht genießen. Ich, ja. Ja, beobachte ja nach Friedhof der Kuscheltiere schon meine Katzen, ob das mit den Augen alles gut funktioniert. Aber ja, also ja, so unterschiedlich können Stephen King-Verfilmungen sein. Ich würde gerne in den zweiten Teil von S gehen, mal sehen, wie sich das irgendwie zeitlich einrichten lässt. Das Institut ist ja schon bei mir eingezogen, wird in den nächsten 2-3 Wochen auf jeden Fall auch gelesen. Und ja, gefühlt war, glaube ich, jetzt in der Woche auch nicht mehr, was hätte jetzt auch noch groß sein sollen. Außer dass, ja, 5 Bücher, also 3 im Grunde gelesen, 2 abgebrochen, 2 Filme und Herbst, es ist Herbst. Ja, es war auch schon der erste Yankee-Duft herbstrichtungstechnisch an, dieser golden Kastanie.
den Namen schon wieder verdrängen. Ja, der hat mir auch ganz gut gefällt. Aber in kleinen Räumen ist er schon sehr intensiv. Also ich konnte ihn nicht so lange im Büro anlassen, musste ihn dann erstmal ins Wohnzimmer und dann in die Küche verfrachten, weil er mir fürs Büro tatsächlich selbst als Vierteltat zu viel war. Also für kleine Räume eher sehr dezent. was wählen als so eine kraftvolle Dufttat. Ich glaube, da hat jemand Hunger. Mehr gab es in der Woche dann noch gar nicht zu erzählen. Ich meine, klar, es waren 3 Bücher, 2 abgebrochene, es gab 2 Filme, viel mehr ist dann auch nicht passiert. Ich möchte aber noch eine kleine Ankündigung machen, und zwar ist die liebe Jasmin Zipperling am Dienstag auf meinem Kanal. Und wir werden ein bisschen über ihr Himmeldonnerglöckchen sprechen, über Kinderbuch, über überhaupt so dieses ganze Self-Publishertum. Und ich freue mich sehr darauf, denn ich werde das Buch, wenn ihr das Video jetzt wahrscheinlich seht, auch schon gelesen haben. Und man könnte sich jetzt fragen, im September schon ein Weihnachtsbuch. Aber wenn man hier hinguckt, sieht man ein Häschen. Und das könnte ja doch vielleicht versprechen, dass es nicht ein ganz klassisches Weihnachtsbuch ist. Aber wir werden darüber am Dienstag sprechen. So gegen 19.30 Uhr wird sie auf meinem Kanal sein. Ich freue mich schon sehr, dann auch mit euch darüber zu sprechen, über Kinderbücher, über Weihnachten, über Self-Publisher, und freue mich da sehr. Und Jasmin hat ja auch einen YouTube-Kanal, wenn ihr vorher mal reinschauen wollt. Ich packe ihn euch unten in die Infobox und schaut da einfach schon mal rein und seid dann am Dienstag einfach mit dabei. Und ich glaube, ja, das war es jetzt komplett von mir. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, eure Steffi.